Willkommen zu diesem Stream hier. Ich heiße euch sehr herzlich willkommen und ich freue mich super hart, weil ich habe eine PS5 bekommen. Ist ja gar nicht mal so selbstverständlich, dass man eine bekommt, auch wenn man eine kaufen will. Ich habe das noch nie so mitbekommen, dass an einem Launch so viel Schwierigkeiten bestanden, eine Konsole zu kaufen. Oh mein Gott, Apfel. Was ich sagen wollte, selbst jeder, der sich die kaufen will, bekommt die nicht mehr, wahrscheinlich dieses Jahr. Ich hatte das Glück, dass ich direkt so gierig war und direkt am Start des Vorverkaufs direkt vorbestellt habe. Ich habe mir übrigens nicht die Digital Edition gekauft, sondern die mit CDs. Ich habe sie, let's fucking go, und ich würde sagen, wir labern auch nicht mehr lange rum, sondern starten direkt. Vista Controller ist ziemlich geil. Im Grunde habe ich hier zufällig ein PS4. Oha, ich habe hier sogar, das ist ungeplant, aber ich habe hier sogar ein PS4 Controller als Vergleich. Man sieht, der PS5 Controller ist ein bisschen klobiger, so ein bisschen fetter als der PS4-Controller. Aber ich finde, der liegt ziemlich gut in der Hand. Der fühlt sich gar nicht billig an. Hat aber sich der PS4-Controller auch nicht. Und die Schultertasten sind sehr viel smoother geworden. Hier sind die auch so ein bisschen clicky. Das hat man hier bei PS5 gar nicht. Die gehen so richtig smooth rein. So, ja, bevor es hier in ASMR ausartet, starten wir direkt mit dem Spiel. So sieht übrigens der Screen von der PS5 aus, für jeden, der sich das fragt. Ich freue mich schon so lange auf dieses Spiel, es ist unglaublich. Die sollten nicht zu viel an dem alten Spider-Man ändern, weil das Spiel war schon echt geil. Einfach nur das alte Spider-Man mit ein paar neuen Features. Und dann ist auch schon gut, Mann. Okay, welche Schwierigkeit? Ich glaube, unglaublich ist okay. Oha, man merkt so an dem Controller, oha, das ist voll gut gemacht. Man merkt so, das vibriert so ein bisschen, wie so die U-Bahn so über die Schienen fährt. Miles, aber er hat noch nicht den geilen Suit. Er ist immer noch red. Das hat so ein bisschen Gamecube-Vibes. Man merkt so einen kleinen Widerstand und kann ihn dann noch heftiger eindrücken. Alter, Miles Morales stirbt? Ist wie lustig wär's. Das wäre einfach der größte Plot-Twist, wenn Miles Morales jetzt einfach stirbt und wir spielen trotzdem als Peter spielen. So, wer kommt jetzt hier raus? Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Tutorial. Netzschlag. Zack! Das ist so cool. Das ist Rhino. Rhino kenne ich zum Beispiel nicht, aber er sieht aus wie jemand, der Rhino heißen würde. Alter! Peter, er reitet ihn oder so. Muss ich überhaupt alle ermorden oder muss ich Peter irgendwie... Also, Rhino ist gerade voll davon geritten mit Peter. Deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt hier unsere Mission ist oder... Ich box einfach... Ja, okay, war richtig. Ich box einfach alle. Hier durch, ja. Oh mein... Aber es ist ja super cool gerade. Oh mein Gott. Einfach im Einkaufszentrum. Digga, Rhino, chill mal. Was macht er hier? Oh mein Gott, er begeht Suizid. Ach so. Anstatt dass du jetzt die Ille nicht zerfetzen, wird er weggeschlagen. Venom-Schlag, okay, krass. Venom-Schlag, L1 und Viereck. Boah. Bruder, ich werde nur gepuncht, Junge. Scheiße, das hatte ich auch in den Anfang vom ersten Spider-Man. Super viele Ah! Warum weicht er in den Stein aus? Chill mal. Zack, zack, Alter. Peter sieht hier jetzt voll anders aus als im ersten Teil. Oder habe ich ihn einfach falsch in Erinnerung? Der Spider-Man, Alter, was passiert denn jetzt? Einfach so Präsidentschaftseid ablegen. Drücke bla plus X, um einen Venom-Schmetter auszuführen. Das ist cool. Ah, okay, hier kann man seinen Anzug modifizieren. Wow, man kann richtig in die Wohnungen reingucken. Ach man, Schneemannzahn. Kann ich mit ihm irgendwas machen? Oh mein Gott, kann ich ihn ermorden? Oh mein Gott, ich habe ihn wirklich ermordet. Oh, hallo Peter. Aber ich finde es gut, dass sich diese Leiste für diesen Venom-Schlag super schnell wieder auflädt. Guck mal, jetzt kann ich wieder hier in sein Maul. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass das kein One-Shot ist. Ach, okay, jetzt sind wir hier im Miles Morales fucking normalen Haus. Das ist interessant, dass das Spiel zu Weihnachten spielt, weil ist ja wirklich bald Weihnachten. Es ist so krank, dass wirklich bald Weihnachten ist. Ich bin mental immer noch im Juli. Wische auf Dings nach links, um die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft-App zu öffnen. Ah, wie lustig. Das ist neu, glaube ich. Schließen wir es einfach schnell. Ja, ich glaube, dieses Blaue sind hier Sidequests, die man auf der App öffnen kann. Hä? Warte, gab es das auch im Original? Ist das das Avengers Hauptquartier? Gerätemenü. Holodrohne. Die sind cute. Ich glaube, mit denen kann man so ein bisschen rumlaufen, oder? Ah, das ist eine Sidequest. Check ich erst, was das hier alles ist. Onkel Aaron. Boah, von dem bekommt man... Okay, tut mir leid, vielleicht ist jemand ein Spoiler. Ich habe es in einem Trailer gesehen. Von dem bekommt man Spider-Cat. Ich habe so Bock auf Spider-Cat. So, und jetzt einfach den hier... Boah. Okay, das ist schon super brutal. Jetzt hier weg irgendwie. Nein! Super reingeschissen. Ich wollte mich direkt hier in Sicherheit bringen. Och, nö, ja, jetzt muss ich hier einfach alle abschlachten. Ist okay. Du Scheiße. Hier sind zu viele Gegner. Warte, oh mein Gott, jetzt dieses Super Saiyajin. Alter, habe ich jetzt wirklich nur einen erwischt? Wow. Ey, struggle ich jetzt wirklich den ganzen Tag an diesem scheiß Rätsel, ey. Okay, fick dich. Scheiß Zahnrad. Du kannst mir nicht erzählen, dass das hier umsonst so leuchtet. Aber man kann damit nichts machen. Und das Ding ist halt, niemand kann mir auch hier helfen, weil das Spiel halt neu ist. Den Zug unter dem anderen Zug musst du wegschieben. Okay. Ach, dann kann ich jetzt mit dem Zahnrad. Ja, okay. Jetzt noch Stroh.
Jetzt noch Strom. Oh mein Gott, lass mich doch in Ruhe mit diesem scheiß Rätsel. Ah, wir sind fertig mit der Mission. Es tut mir leid, dass ich hier so gestruggelt habe. Okay. Alter, ich werde dich von allen Seiten weggebankt. Ich werde so weggebankt. Ich wollte das hier wegschleudern. Bist du dumm? Ja, jetzt. Wow, nachdem ich schon tot bin. Wenn ich jetzt weggebankt werde, dann heul ich. Ich werfe einfach die ganze Zeit irgendwelche Sachen, ist okay. Warte, was muss ich jetzt hier... Ach so, ich bin voll an der Kiste vorbeigelaufen, ey. Schon die Katze heißt Spider-Man. Man muss jetzt die Katze retten und dann hat man die. Das habe ich schon in den Trailern gesehen. Kommt das jetzt schon? Ich bitte. Ich will die Katze haben, bitte. Alter, mir wird das so vorgeschlagen immer. Ich will eigentlich dieses Heimliche machen. Ich habe aber die Steuerung dafür vergessen, war egal. Wir schlagen einfach alle tot, ist okay. Finde einen Weg, den Notstrom zum Laufen zu bringen. Kann man nicht einfach dagegen schlagen so? Achso, ich muss ja einfach alles kaputt machen. Ja, okay, let's fucking go, ist okay. Ich bin gerade dumm, ich glaube, ich muss einfach nur hier gegenschlagen. Ach man, wie lost. Da ist die Katze, Katze. Oh mein Gott, das ist so cool, dass man... Egal, ich will nicht zu viel spoilern. Ich werde jetzt retten, Alter, und dann sehen wir, was man mit der... Ich weiß ja auch nicht zu 100%, ne? Oh mein Gott, das Spiel ist... Es macht so Spaß, irgendwie. Auch wenn ich ein bisschen scheiße bin in dem Spiel. Es macht trotzdem super Spaß. Lauer-Take... Ja, genau, das wollte ich machen. So ein Lauer-Takedown. Hä? Was bringt ein Lauer-Takedown, wenn ich trotzdem dann einfach... Wow. Dann schlachten wir einfach alle wieder so ab. Guck mal, das ist so cool. Stell dir mal vor, ihr könnt im Real Life einfach so... irgendwas funktioniert hier nicht. Bam. Man soll das hier so taktisch machen. Ich scheiße einfach auf alles. So, warte, hier jetzt wieder gegenschlagen, ne? Also Schalter umlegen, okay. Ich dachte immer, man muss dagegen schlagen. Ich kann es halt nicht abwarten, die Katze zu haben. Ach, da oben. Weil ich weiß nicht, wer von euch die Trailer gesehen hat zu dem Spiel. Aber es wird halt wild. Warum blinkt hier manchmal alles so roh, so grün? Das ist einfach nur random auf der Wand oder was? Bruder, mach doch diese Special Attack. Hallo? Ja, den hier. Wow, bisschen zu spät. Jetzt habe ich fett gelitten aber erstmal. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hiel dich. So, und jetzt sind alle tot außer der hier, ne? Ne, da hinten ist noch ein Wichser. Zack. Ist er tot? Muss er. Guck ihn dir an. Ja, wie er auf dem Boden liegt und verreckt. Und es kommen noch mehr. Oh mein Gott, noch zwei solche großen. Ich brauche Energie, um mich zu healen. Fuck. Muss ich jetzt wieder nochmal von vorne? Bitte nicht. Besiege die kriminelle Maus, wirklich alles nochmal von vorne machen. Junge, was ist das für Wichser mit ihren Baseball? Was Spider-Man für Lappen? Er kann nicht mal irgendwelche Leute, die einfach ihren Schläger da vor sich halten, wegklatschen. So, der Große ist tot. Ach, die Großen kommen jetzt schon. Die zwei Großen. Okay. Ich bin halt schon wieder am Sterben und die kommen ja halt direkt nach. Ich habe halt hier nichts mehr zum Werfen oder so. Ich fände es nur... Warum ist so ein Hurensohn zu mir nach oben gekommen? Ich dachte, ich bin safe. Oh, ich wollte nur was aus dem Chat lesen. Zack, Mann! Oh, jetzt rasiere ich die halt komplett weg. Der ist tot? Zack. Habe ich es geschafft? Jetzt einfach nur die Katze nehmen. Oh, wild, wild. Spider-Man, oh, ist so cute. Das ist so cute. Ich glaube, wir müssen noch ein paar mehr Quests machen. Ich denke, wir haben schon mal einen guten ersten Einblick darüber bekommen, was Spider-Man Miles Morales für ein Spiel ist. Ich wünsche euch noch einen schönen, entspannten Abend. Haut rein und tschüssi.